Stein gemeißelt die Meduse. So, ja, beim ersten Mal habe ich dieses genommen. Und jetzt nehme ich mal das. Eines Tages vielleicht. Es ist zu kompliziert und zu lang. Es liegt nicht an mir, oder? Ich habe mich doch als fähig erwiesen. Ich bin erschöpft, Barnabas. Ignoriere ihn. Wenn du bereit bist, bin ich ganz Ohr. Ich will jedes kleine Detail hören. Ist schon gut. Doch nichts davon darf je über eure Lippen kommen. Das bleibt unter uns. Du hast mein Wort. Aber die Welt muss es wissen. Es wäre die fantastischste Geschichte unserer Zeit. Hm. Herodotos? Oh, na gut. Das wäre geklärt. Ziehen wir weiter. Wie immer. Ja, wie immer, genau. Weiterziehen. Grünau. Ja, dann haben wir das jetzt erledigt, aber das ist jetzt was anderes, als ich erwartet hätte. Ich dachte, die erzählt jetzt die ganze Geschichte, komplett die Tutti. Ja. Aber vielleicht haben wir ja noch die Möglichkeit. Wir haben viel gelernt, meinst du nicht, Klugscheißer? Sprich für dich selbst. Ich suche nach der Wahrheit. Nicht alle Mythen sind präzise Überlieferungen. Sie kommen von den Göttern selbst. Und die sind die verlässlichste Quelle, die wir haben. Genau. Alles ist möglich. Soweit wir wissen, ist alles möglich. Und du musst es wissen, als die Adler tragende Halbgöttin, die du bist. Vielleicht ist auch sie unsterblich. Sicher doch. Aber eins weiß ich mit Sicherheit. Diese Odyssee werde ich nie vergessen. Ja, Barnabas ist für mich eine absolut coole Sau. Herrlich. Ein Raubein, aber echt. Cool. So ein Kumpel, Freund, Partner. Könnte man sich wünschen. Auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt? Die Erbin der Vergangenheit oder so, was kommt jetzt? Ach so, ja, ich will euch mal eben auf den neuesten Stand bringen. Wir haben das, nicht die Chimäre, da, die lautlose Schlange haben wir dazu gekriegt. Und ich muss sagen, Satyros, oh, Triskele, okay. Die Farben von Chaos, ja, die Adrastea, Sternengucker, also ich habe mehr gekriegt als im ersten Durchgang. Ja. Das ist also echt geil. So, jetzt gucken wir mal nach den Quests. Da. Achso, geht nicht. Gut. Aber jetzt reden. Ich denke erst auf Adrastea. Ist ja egal. Ja, ich werde einiges natürlich anders machen als im ersten Teil, weil ich ja... Meine Eltern. Herodotos, es tut mir so leid. Ich dachte, ich würde sie wiedersehen können, um ihnen mein Lebenswerk zu zeigen. Aber nun, ich bitte dich nur ungern. Aber könntest du mich nach Samos bringen? Ich muss ihnen die letzte Ehre erweisen. Ja klar, Mensch. Ich halte auch aufs Herd, Mensch. Ich bringe dich nach Samos, logisch. Aber natürlich. Danke. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Reise alleine schaffe. Ja, machen wir auf jeden Fall. Brief von zu Hause. Na prima, 6352. Und warte mal, wir gucken mal eben auf... hier drauf, ob wir hier irgendwas... Nein, haben wir nicht. Dann halt nicht. Schade. Gut. Bis gleich in Samos. Und auf Samos angekommen. Yeah! Und Herodotos Wunsch nachgekommen. Was natürlich gut ist. Hoffe ich doch. Mal. Ja. Zusagen. Naja. Chigidi chigidi, ne? Würde ich sagen. Samos. Da sind wir.
Wie fühlt sich die Rückkehr an? Sie fühlt sich an wie... mir fehlen die Worte. Gut. Das ist neu. Ja. Für meine Augen ist es meine Heimat. Die Gerüche und Geräusche sind vertraut. Aber es ist so lange her. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du kannst. Du hast schon Schwierigeres getan. Herausforderungen, die wir meistern, wirken in der Rückschau immer einfacher. Was würdest du tun? Tofte. Erhobenen Hauptes zielstrebig voranschreiten. Diese Zweifel beiseite schieben. Kann man nicht immer. Du hast recht. Ich schätze, wir sollten zuerst zu meinem Elternhaus gehen. Ja, dann. Geh voran. Grünau. Ja. Naja. Super. Folge, Herodotos. Machen wir doch glatt. Ich folge. Das Leben so nah am Hafen war als Kind sehr aufregend. Wieso? Es gab immer ein neues Schiff zu sehen. Neue Menschen zu betrachten. Ein neues Wort von den Seeleuten zu lernen. Was mir dann meistens Ärger einhandelte. Ich bin sicher, deine Mutter dachte gern. So viele Gesichter, die ich nicht erkenne. Du warst lange fort. Trotzdem hoffte ich auf jemanden, den ich kenne. Jemanden, der mich an mein Leben vor meinem Aufbruch erinnert. Wir sind gerade erst angekommen. Ganz ruhig. Hä? Die Shinevi-Molli. Das ist hier die Bude von Herodotos hier. Kennst du doch. Na? Da sind wir. Das hier nannte ich für den Großteil meiner Kindheit mein Zuhause. Großteil? Ich kam sehr jung nach Samos. Aber ich wurde in Halikarnassos geboren. Das sind Tage, an die ich mich nicht gerne erinnere. Es scheint, als hätte sich in meiner Abwesenheit nicht viel geändert. Na gut, dann gucken wir uns mal hier um, ne, würde ich sagen. Andenken. Eine Tafel? Sieht nach einem alten Spruch aus. Die Schiffe bleiben nie lange. Samos ist ein Ort, den die Menschen besuchen, doch an dem sie nicht leben wollen. Hat dieser Ort etwas an sich, das ich nicht recht erkenne? Eine meiner ersten Schriften. Ich war hier immer rastlos. Ständig wollte ich mehr über die Welt jenseits des Horizonts und über frühere Zeiten herausfinden. Da war doch gerade noch eine Lupe, oder nicht? Nee, hier. Eines deiner Spielzeuge? Es gehörte meinem Bruder. Ich versteckte es oft, wenn er mich nicht damit spielen lassen wollte. Und nicht schlecht. Kann man machen. Aha. Das sieht besonders aus. Mein Vater empfand die Kunst immer als guten Ausgleich, wenn ihm alles zu viel wurde. Fertig. Herodotos! Mestor! Den Göttern sei Dank! Es ist viel zu lange her! In der Tat. Du siehst gut aus. Du aber auch. Da kann ich nichts dafür. Ich fasse es nicht, dass du zurückgeschlichen kommst nach all dieser Zeit. Ich sollte los. Ich bin froh, dass du zurück bist. Du hast Nerven, kleiner Bruder. Du spazierst zurück. Schon wieder dieser Sprung. Lass das. Das bringt doch nichts. Wir kamen nach dem Erhalt deines Briefes schnellstmöglich nach Samos. Dann müsst ihr aber geschwommen sein. Ich habe diesen Brief vor 5 Monaten geschickt. Nein. Ich bin... Eine Freundin. Oh. Hä? Oh nein. Sorry, Leute. Ich konnte nicht hierbleiben. Ich musste fort. Du... Oh. Ja, alles klar.
Samus. Da sind wir. Wie fühlt sich die Rückkehr an? Sie fühlt sich an wie... mir fehlen die Worte. Das ist neu. Für meine Augen ist es meine Heimat. Die Gerüche und Geräusche sind vertraut. Aber es ist so lange her. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, aber sicher schaffst du das. Ja. Du hast schon Schwierigeres getan. Herausforderungen, die wir meistern, wirken in der Rückschau immer einfacher. Was würdest du tun? Erhobenen Hauptes zielstrebig voranschreiten. Diese Zweifel beiseite schieben. Du hast recht. Ich schätze, wir sollten zuerst zu meinem Elternhaus gehen. Geh voran. Genau. Alles wunderbar. Ja, ich musste einen Neustart machen, weil im Haus, ich hoffe, dass das jetzt behoben ist durch den Neustart, die haben zwar gesprochen, aber man hat... So nah am Hafen war als Kind sehr aufregend. Wieso? Es gab immer ein neues Schiff zu sehen, neue Menschen zu betrachten, ein neues Wort von den Seeleuten zu lernen, was mir dann meistens Ärger einhandelte. Ich bin sicher, deine Mutter dachte gerne an jene Zeit zurück. Ich tue es jedenfalls. So viele Gesichter, die ich nicht erkenne. Du warst lange fort. Trotzdem hoffte ich auf jemanden, den ich kenne. Jemanden, der mich an mein Leben vor meinem Aufbruch erinnert. Wir sind gerade erst angekommen. Ganz ruhig. Genau, ja. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt behoben ist in dem Haus. Dieses Gespräch wurde... Man hat sie zwar sprechen sehen, aber nicht hören können. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, doch, jetzt ist alles okay. Das hier nannte ich für den Großteil meiner Kindheit mein Zuhause. Großteil? Ich kam sehr jung nach Samos. Aber ich wurde in Halikarnassos geboren. Das sind Tage, an die ich mich nicht gerne erinnere. Es scheint, als hätte sich in meiner Abwesenheit nicht viel geändert. Naja, ich weiß nicht, was machen die Leute hier? Empfangskomitee? Eine Tafel? Sieht nach einem alten Spruch aus. Die Schiffe bleiben nie lange. Samos ist ein Ort, den die Menschen besuchen, doch an dem sie nicht leben wollen. Hat ja. Dieser Ort etwas an sich, das ich nicht recht erkenne? Eine meiner ersten Schriften. Ich war hier immer rastlos. Ständig wollte ich mehr über die Welt jenseits des Horizonts und über frühere Zeiten herausfinden. Eines deiner Spielzeuge? Es gehörte meinem Bruder. Ich versteckte es oft, wenn er mich nicht damit spielen lassen wollte. Da. Ja, nur, ihr seid hier im fremden Haus. Oder doch das nicht? Sieht besonders aus. Mein Vater empfand die Kunst immer als guten Ausgleich, wenn ihm alles zu viel wurde. Gefändet? Reden. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, aber jetzt müsste dann normalerweise alles... Herodotos! Mestor! Den Göttern sei Dank! Es ist viel zu lange her! In der Tat. Du siehst gut aus. Du aber auch, Theodoros. Ich fasse es nicht, dass du zurückgeschlichen kommst nach all dieser Zeit. Ich sollte los. Ich bin froh, dass du zurück bist. Naja, prima. Du hast Nerven, kleiner Bruder. Du spazierst zurück in dieses Haus, wo du nicht mal zum Begräbnis erschienen bist. Ich bereue es, dir diesen Brief geschickt zu haben. Naja, ich kann verstehen, aber hallo, die haben kein Faxgerät, nix. Lass das. Das bringt doch nichts. Wir kamen nach dem Erhalt deines Briefes schnellstmöglich nach Samos. Dann müsst ihr aber geschwommen sein. Ich habe diesen Brief vor 5 Monaten geschickt. Und wer genau bist du? Was geht dich das überhaupt an? Ich bin... Eine Freundin. Oh, wie nett. Du gehst los und schreibst und erkundest die Welt, um Freunde zu finden. Und ich muss mich hier um alles kümmern. Ich konnte nicht hierbleiben. Ich musste fort. Du hättest mich mitnehmen können. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Einem hier liegt Samos noch am Herzen. Sag mir wenigstens, wo sie starb. Wir haben einen Ort auf den Klippen in der Nähe markiert. Such ihn auf und dann verschwinde. Hier gibt es nichts mehr für dich.
Ich kann seine Reaktion verstehen. Absolut, ja. Doch, absolut. Aber ist trotzdem ungerecht. Ja. Es erinnert mich daran, wo meine Mutter gestorben ist. Und ja, ist mir fast dasselbe passiert, ernsthaft. Gib ihm etwas genau. Gib ihm etwas Zeit. Ich bin mir sicher, er ist nur überrascht, dich zu sehen. Sein Blick war hasserfüllt. Er hat dich sicher vermisst. Du wirst sehen. Dafür ist es ein bisschen spät. Das war nicht der Empfang, den du erwartet hattest. Aber vielleicht der, den ich verdiene. Ich möchte erst einmal sehen, wo sie gestorben sind. Das schulde ich ihnen. Ich begleite dich. Sehr gern. Na gut, gehen wir. Und? Bist du bereit? Mhm. Es hilft nichts, es hinauszuzögern, mich der Wirklichkeit zu stellen. Nö. Na dann, wollen wir mal. Ja, mit der Dunkelheit, das ist, ja, ich kann das nicht ändern, leider. Reue, ja. Oh, Herodotos gibt Gas. Ja. Und die schwing die am Esel. Aristokrat, kann ich mich da drauf erwarten? Nee. Ich kannte die See zu Hause. Ein netter Ort zum... Ich habe viel Zeit allein oder mit Theodoros und Messner. Meine Eltern haben... Und waren daher oft beschäftigt. Doch das war kein Leben für dich. Man kann als Junge nur eine begrenzte Zahl von Schiffen davon sehen, ehe einem selbst das Fertig hat. Eureka. Das muss die Stelle sein, von der Theodor. Gut. Meine ich nehme mal an, da. Sehr gut. Sprich. Ich kann nicht glauben, dass meine Eltern zuletzt hier standen, wo das Schicksal beschloss, sie uns zu rauben. Ich dachte, dass ich eines Tages über ihre Geschichte und ihre Taten auf Samos schreiben würde. Aber nicht so früh. Früh? Naja. Ich hätte hier sein sollen. Hätte nie fortgehen dürfen. Ich meine, er ist ja auch nicht gerade 20 oder so, ne? Und bereue nichts. Es ist nicht deine Schuld. Nee, ist es nicht. Du hättest nichts tun können. Aber vielleicht wäre ich... Ja. Vielleicht wärst du mit ihnen gestorben. Und das hätte niemandem geholfen. Womöglich stimmt das. Vergiss das nicht, solange wir auf Samos sind. Ich versuche es. Ich wünschte nur, ich hätte sie noch einmal sehen können. Hm. Erinnerst du dich an etwas besonders gern? Ich weiß noch, wie mein Vater mir das Schwimmen beibrachte. Er schmiss mich vom Anleger. Ich dachte, ich würde ertrinken. Doch dann glaubte ich, einen Hai zu sehen. Ich schlug mit den Armen um mich und strampelte im Wasser, bis ich es ans Ufer schaffte. Nur um zu sehen, dass es nur Theodoros mit einem Stein auf dem Kopf gewesen war. Ich höre meinen Vater noch immer lachen und spüre die warme Umarmung meiner Mutter. Hm. Hat es deinen Eltern auf Samos gefallen? Es war für sie mehr als nur ein Zuhause. Ich sah, wie glücklich sie dieser Ort machte und wollte irgendwo das Gleiche spüren wie sie. Mochten deine Eltern, dass du schreibst? Sie haben es immer unterstützt. Es half, dass auch Theodoros ein Talent hatte, auch wenn es ihn immer mehr zur Dichtkunst hinzog. Ohne ihre Ermunterung hätte ich meinen Traum vielleicht nie verfolgt. Tja. Wenn du deinen Eltern etwas sagen möchtest, dann solltest du das jetzt tun. Das Schreiben fällt mir immer leichter als das Sprechen. Darüber urteile ich nicht. Und sie würden das auch nicht tun. Sie waren mein Ein und Alles. Sie haben mich immer unterstützt. Ich wusste, dass sie sich immer für mich freuen würden.
Ja, dann. Komm, ein paar Worte noch und dann, ja. Es tut mir leid, dass ich nicht früher zurückgekommen bin. Ich wollte euch so vieles sagen, so vieles zeigen. Mutter, du warst einer der stärksten Menschen, die ich kannte. Du hast dich immer für die Wahrheit eingesetzt. Vater, dein Mitgefühl werde ich lange bewahren. Du hast mich gelehrt, Gefühle zuzulassen. Für mich und für andere. Dein Name und deine Taten bleiben unvergessen. Wir sollten zurückgehen. Ja. Grünau. Waren ein paar schöne Worte. Oh ja. Oi. Das war eine Warnung. Die Anhänger des Ares. Warte mal. Oh. Nein, nein. Warum? Hey, warum treffe ich den nicht? Aber der trifft mich. Jawohl. Das waren Anhänger des Ares. Warum habe ich das Gefühl, dass sie hier nicht hergehören? Dass sie auf Samos sind, ist mir neu. Hier geht irgendwas vor sich. Tyrodonos. Ja, ganz schnell zurück. Bleib bei mir. Anhänger des Ares hier. Ich verstehe das nicht. Die Frage ist, ob sie von allein kamen oder ob sie jemand geschickt hat. Nein. Verheißt nichts Gutes für uns. Nee. Du bist zurück. Ich hoffte, du hättest schon Segel gesetzt. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Wir wurden gerade angegriffen. Mögen die Götter diese Griechen verfluchen. Waren es diesmal die Athener oder die Spartaner? Weder noch. Es waren die Anhänger des Ares. Die Hauptsache ist doch, dass du noch lebst. Habt ihr schon einmal von den Anhängern gehört? Nur dem Namen nach. Wer sind die? Ihnen geht es nur um eines. Krieg. Und du glaubst, sie sind jetzt hier auf Samos? Sie haben uns angegriffen. Ja. Ist dir in jüngster Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Fremde Schiffe im Hafen, Gruppen von Leuten, die du noch nie gesehen hast? Nein, alles ging seinen gewohnten Gang. Eine willkommene Abwechslung. Spätestens jetzt sollten alle wissen, wer es ist. Irgendwas geht hier auf Samos vor. Wir brauchen Antworten. Sie hat recht. Die Anhänger des Ares sind gewiss nicht ohne Grund hier. Ein Grund mehr, dass du verschwindest. Wir kümmern uns darum, was hier vor sich geht. Das ist auch mein Zuhause. Ich gehe erst, wenn ich der Sache auf den Grund gegangen bin. Wenn es nicht sicher ist, solltest du nicht bleiben. Bei mir ist er mehr als sicher. Oh ja. Natürlich. Komm, Mestor. Wenn dieser Narr unsere Warnungen ausschlägt, ist das nicht unsere Sorge. Wer zieht jetzt den Schwanz ein, ihr beiden, ne? Sie waren keine große Hilfe. Nö. Hier stimmt etwas nicht. Wie konnten Theodoros und Mestor beide nichts wissen? Einer davon. Ich denke, deine Brüder wissen etwas. Wir brauchen sie nicht. Ich glaube, sie haben uns etwas vorenthalten. Aber warum? Genau das müssen wir herausfinden. Was nun? Wenn sie irgendwo auf dieser Insel sind, halten sie sich von der Stadt fern. Als Kind spielte ich immer in einer Höhle. Dort könnte sich das Nachschauen lohnen. Gut. Fangen wir dort an. Genau. Scheiße, Mann. Deswegen wollte ich draufdrücken. So, die Anhänger verstecken sich. Ja, ihr Versteck ist in der Mitte des Heiligtums des Anhängers. Aha, also gucken wir mal. Heiligtum des Anhängers. Heiligtum des Anhängers. Inmitten.
nee, inmitten drin. Das muss ja hier irgendwo sein. In der Höhle. Kann das sein, dass er doch hier ist? Naja, ich werde mal in diese Richtung gehen und dann werden wir weitersehen.